Weg zu unserem Landvergnügen-Ziel machen wir noch einen Zwischenstopp bei Kaufland. Und zwar der Michael hat uns in den Kommentaren geschrieben und darauf aufmerksam gemacht, dass Kaufland faltbare Vorratsbehälter hat. Die schauen wir uns mal an. Ah ja. Zeig mal. Funktioniert auch relativ leicht. Super, was kostet es? 3,99. Ah ja. Ja, so wie in der Werbung. Aber cool. Das Wohnmobil praktischer wie rund. Ja, die passen besser in den Kühlschrank. Also wir nehmen sie in eckig. Kostet auch 9,99. Überall besser. 4 Stück. Und wir zeigen euch natürlich, wie die aussehen, wenn sie ausgepackt sind. So, und bei Landvergnügen, wenn man da anreisen will, muss man vorher schauen. Wir wollen ja jetzt zur Schäferei Allgeier. Und bei der Schäferei Allgeier Anreise nur nach telefonischer Voranmeldung. Mache ich hier mal schnell. Uwe Bernstein, guten Tag. Wir würden gern mit Landvergnügen heute Nachmittag bei Ihnen vorbeischauen und wollen uns anmelden. Super, freut uns. Ja. Ja. Okay. Warten wir machen. Ja, super. Danke. Tschüss. Dann ziehen wir uns jetzt um und gehen auf die Wanderung. Bis gleich. Und nachdem wir jetzt hier fleißig shoppen waren, sind wir jetzt hier in Blaubeuren beim Blautopf. Da werden wir erstmal in die Altstadt gehen, was frühstücken. Und dann machen wir hier noch eine schöne Wanderung. Und dann geht es weiter zum Landvergnügen Übernachtungsplatz. Muss es erstmal gut gehen, bevor es losgeht zur Wanderung. Das sollte man eigentlich hinterher machen, aber wir haben vergessen zu frühstücken. Ja, wir haben nicht gefrühstückt und jetzt ist es 12:30 und bevor wir jetzt losgehen zum Wandern, brauchen wir was. Ich muss mal zeigen, das sieht toll aus und schmeckt auch toll. So, dann ein guter Schatz. Gute. Boah. Ja, und hier haben wir jetzt ganz lecker unser Süpple gegessen, lecker selber gebackenes Brot gegessen. Und jetzt machen wir uns hier in Blaubeuren gleich auf unsere Wanderung. Blaubeuren liegt übrigens nahe Ulm. Aus irgendeinem Grund ist die Brillehöhle vergattert. Abgeschlossen. Abgeschlossen, warum auch immer. Ich weiß jetzt, vielleicht geht es hinter noch tiefer rein, aber da hätte man ja dann dort abschließen können. Naja, jetzt haben wir es gesehen. Man sieht es ja von hier. Ja, schön, da kommt das Licht von oben rein. Ja, da ist da oben am Fels ein Loch. Cool. Und es scheint die Sonne direkt jetzt so hier auf die Feuerstelle. Und jetzt sind wir hier bei der küssenden Sau. Damit ist jetzt aber natürlich nicht die Iris gemeint, sondern eine Felsformation, die original aussieht. Auf jeden Fall mal das Rechte wie eine küssende Sau. Während die Iris hier weiter Holz sammelt, für Badschiffchen. Bin gespannt, wie die dann werden. Laufen wir hier durch einen wunderschönen Buchenwald.
Blautopfbähnle. Unser Blautopf geht es hier rechts. Erkennt man an dem blauen Topf. Der Blautopf entspringt ja von Wasser, das sich hier in der Schwäbischen Alb unterirdisch sammelt. Und in 21 Meter Tiefe gibt es hier einen Höhleneingang. Da kann man runtertauchen als erfahrener Taucher, 21 Meter, aber weil schon sehr viele Taucher hier das Leben gelassen haben am Blautopf, hat man das Tauchen zuerst für die Allgemeinheit verboten und nachdem wohl auch von richtig erfahrenen Tauchern, von Tauchvereinen, Taucher nicht mehr aus der Höhle rausgekommen sind, hat man, soweit ich weiß, jetzt komplett verboten, dass man hier tauchen darf. Beendet. Jetzt haben wir uns noch ein bisschen Antipasti eingekauft, das man heute Abend dann essen möchte. Ja, und jetzt fahren wir zu unserem Landvergnügen Stellplatz für heute Nacht. Und dann sind wir mal gespannt, wie das dort ist. Schäferei Allgeier. Ja, wir sind bei der Schäferei Allgeier angekommen. Wir sind hier auch nicht alleine. Und hier steht man jetzt quasi auf den erlaubten Stellplätzen. Und wenn man hier bei Landvergnügen gibt es dann so ein Zeichen. Das ist dann, wenn niemand da ist, dann kann man sich dann daran orientieren. Das ist das Zeichen hier von Landvergnügen. Ja, Schäferei Allgeier hat natürlich Schafe und viele kleine Schäflein, viele kleine Schafe. Ja, und ein müdes Schaf. Du Spatz. Ja, ihr seid ja noch nicht alt, hä? Ihr seid ja noch nicht alt. Und es hat irrsinnig viele Mücken hier. Naja. Ein schwarzes Schaf ist halt überall dabei. Und das ist auch das Einzige, das jetzt hier außerhalb von dem Zaun frisst. Uwe hat sich's gemütlich gemacht und es ist wirklich traumhaft schön, schöne Landschaft hier. Also wir genießen das sehr, weil man kommt auch sehr in Kontakt mit den Leuten und es ist sehr familiär und ja, man kann das so richtig schön genießen. Warst du schon mal weg? Ja. Ich habe Lamm-Patties bestellt. Oh, super. Also die Lammburger, die sind hier wohl sehr beliebt, sehr bekannt. Und die Allgeiers, die haben die Lammburger hier auch quasi als erstes entwickelt. Und keiner kriegt sie wohl so gut hin wie sie. Und die haben wir jetzt bestellt, diese Patties für diese Burger. Und die bringt jetzt Frau Allgeier nachher, wenn sie das Brot bringt, auch noch mit. Und dann gibt es bei uns demnächst Lammburger. Hey.
Die kann man sich auch holen. Laufband. Aber eher fürs Futter, nicht fürs Bewegen. Ja, die können ja dann einkriegen. Ah, ja. Verquetscht auch in ein ganz kleines Baby. Das Schwänzle. Na ja, guck da. Ja, oh ja. Da hängt noch die Nachgeburt. Das ist ja dann heute geboren wahrscheinlich. Heute geboren. Nagelnui. Ja, süß. Ja, und hier die Schäferei Allgeier, die bietet sogar Tische und Stühle an, für die, die das jetzt nicht dabei haben. Ist auch ein toller Service. Kann man sich hier dann einfach was wegnehmen. Wir haben aber unsere Sache dabei, von daher nehmen wir mal unsere eigenen Dinge. Strom ist hier auch verfügbar. Also wer Strom braucht, der kriegt ja hier dann auch kostenlos den Strom zur Verfügung. Also hier direkt neben dem Schafstall ist das Hüttle. Ja, und hier ist dann der Kühlschrank, auch mit Getränke. Und dann hat es hier, ja, das finde ich mir ganz lecker. Das ist dann hier Gulasch vom Schwabenlamm. Das nehmen wir auch immer gern mit, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Oder hier Kochmettwurst vom Wildschwein. Dann gibt es hier noch Würste. Verschiedene kalte Getränke, das finde ich mir auch super. Ja, und dann hier in der Kühltruhe. Da gibt es dann auch Fleischprodukte. Also hier haben wir Kotelett, das sind Lammkotelett. Da kostet das Stück jetzt 8 Euro. Da werden wir auf jeden Fall was mitnehmen von zu Hause. Und hier oben hat man dann nochmal Würste drin. Also alles tiefgefroren kann man hier mitnehmen. Die Preise, die stehen dann hier an der Wand, was das kostet. Manches steht auch auf, also auf der Tiefkühlkost steht es dann auch auf der Ware drauf. Hier in dem Raum, wo es, ja in dem Verkaufsraum, da steht jetzt auch noch so ein Stehbistrotisch und da liegt ein Gästebuch und da hat die Familie Allgeier einen schönen Spruch reingeschrieben, dass man sich ja einen Augenblick Zeit nehmen soll und sich doch eintragen soll mit ein paar nette Zeilen, wenn man hier übernachtet hat. Das werden wir natürlich auch sehr gerne tun. Also es ist einfach sehr familiär und das ist das, was uns halt sehr gut gefällt. Und wie ihr ja wisst, sind wir ja nicht so die Campingplatzfreunde. Wir genießen das hier und müssen gar nicht weit fahren, um hier wirklich die Natur zu genießen.
arbeiten hier unsere Nachbarn. Die machen die Grille Marshmallows und genießen das am schönen Feuer. Und neben dem Verkaufsraum, da steht noch so ein Hütchen und das stellt die Familie Allgeier auch zur Verfügung. Finde ich auch ganz toll. Das ist für die, die jetzt vielleicht nur mit dem Bus unterwegs sind, mit dem VW-Bus und sich jetzt nicht so gemütlich da drin reinsetzen können. Und die haben die Möglichkeit, dann hier im Trockenen zu sitzen, wenn es mal regnet und sich es auch hier in der Hütte gemütlich zu machen. Wir lassen uns jetzt unser Abendessen schmecken, und zwar unsere Antipasti. Prost. So. Das sieht doch schön aus mit unserem Prinz im Hintergrund. Dann einen guten Appetit. Morgen. So. Gut. Alles vom Lamm. Cool. Schöner Sonnenuntergang. Ja, okay, jetzt nicht ganz so wie in Norwegen, aber trotzdem schön. Die Schäfle, die meckern auch noch. Die möchte auch noch nicht so schlafen. Ja, hell mache hier. Hui. Jetzt wird hier die Ambientbeleuchtung noch eingeschaltet. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Jetzt. So, mit frischem Landbrot bzw. Bauerbrot hier vom Hof Allgeier. Ja, beginnen wir unseren Morgen. Es war sehr ruhig heute Nacht. Wir haben gut geschlafen, es war gute Luft. So, dann gucken wir mal, die Schäfchen, ob die auch schon wach sind heute Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. Ah, da hat es schon Futter gegeben. Und die dürfen jetzt bestimmt gleich wieder auf die Weide. Morgen! Guten Morgen! Ja, jetzt. Hm? Und an so wunderbare Plätzle wie hier, da macht dann sogar mal die weniger gefragte Hausarbeit Spaß. Stimmt's? Ja, wo du dann gleich abtrocknen darfst. Ich muss ins Bad. Ja. So, noch ein kleines Fazit zu den bei Kaufland gekauften Klappbehälter. Die haben wir jetzt auch gestern Abend ausprobiert. In dieser Schüssel haben wir einen Salat gemacht. Das war ganz gut. Und da werde jetzt auch unsere feste Schüsseln, die werden wir jetzt wegtun und werde nur die verwenden. Dann haben wir ja noch hier dieses Viererset an kleine Aufbewahrungsboxen. Das Viererset ist eigentlich ganz praktisch. Haben wir jetzt nur nichts drin gehabt, aber die kann man auch hier so aufklappen, dann fest verschließen. Was ich super finde, man kann die in die Gefriertruhe stellen, man kann sie in die Spülmaschine stellen, also man kann sie in die Mikrowelle stellen. Haben wir jetzt nicht dabei im Wohnmobil, brauchen wir nicht, aber die sind vielseitig einsetzbar. Und sind 4 Stück in verschiedene Größe, finde man eigentlich auch ganz gut. Die ganz große. Also da kann man auch mal Essensreste oder so gut verstauen. Die ganz große sieht dann auch so aus. Das Einzige, was wir gesagt haben, was ein bisschen ungeschickt ist bei diesen Boxen, ist, dass die nicht ineinander stapelbar sind. Das heißt, man hat halt
Trotzdem braucht man einiges an Platz im Wohnmobil. Also das wäre schön, wenn man die so ineinander stapeln könnte. Aber ansonsten war das ein toller Tipp und wir werden die ganz sicherlich im Wohnmobil einsetzen. Und vielen Dank nochmal an den Michael für den Tipp und wir können den auch gern so weitergeben. Was hier noch toll ist, hier gibt es so was wie eine kleine Besenwirtschaft bei der Schäferei Allgeier. Und hier kann man gemütlich sitzen. Und hier findet dann auch, wenn man, unter Voranmeldung natürlich, eine Bewirtung statt. Aber ist oder, doch ganz. Oder sonntags von 10 bis 17 Uhr mit den tollen Lamburger. Genau, die Lamburger, was zu machen. Das gibt's hier. Toll, ja. Und wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt hier. Zu Marei. Auf diesen Turm. Weil da liegt hier der Schlüssel. Normalerweise ist der nur zu bestimmten Zeiten offen. Genau. Aber hier bei Allgeiers gibt es einen Schlüssel. Und da dürfen wir jetzt auf den Turm gehen und noch ein bisschen die Aussicht angucken. Und hier geht es zum Turm Heroldstadt. Und dahinter die Straße, schwenkt mal rüber, was man da sieht, ist die Panzerringstraße. Das war früher alles Matsche. Kann mich erinnern, bin ich vielleicht auch schon rumgefahren, also mitgefahren mit dem Panzer. Da das hier jetzt kein Militärgelände mehr ist, haben sie das wohl jetzt betoniert mit so Platte. Aber man darf nicht drauflaufen, weil das gesamte Gelände mit Munition und Kampfmitteln belastet ist. Stimmt. Deswegen laufen wir hier in dem kleinen Weg entlang. Ja, jetzt sind wir da und jetzt gehen wir hier ganz hoch. Und Uwe lässt hier oben auch nochmal die Drohne steigen. Für den, der nicht schwindelfrei ist, können sie klein wenig problematisch sein, weil ja hier alles Gitter ist. Oder man darf einfach nicht nach unten gucken. Da unten läuft der Uwe. Equipment vom Herr Allgeier. So ein uralter Schäferwagen. Richtig toll. Und was ich gerade gesehen habe, es gibt auch eine Toilette, die man auch verwenden kann. Ah ja, und hier ist auch nochmal Toiletteschild. Ja, und hier ist Toilettehäusle. Also wie kann es besser sein? Männlein und Weiblein, perfekt. Ja, ist ja toll. Also, was will man mehr? Gut, und wir packen jetzt dann auch langsam zusammen.
Aber vorher gibt es dann noch unser Fazit. Die Iris, die bedankt sich jetzt noch bei der Familie Allgeier hier im Gästebuch. Im Gästebuch, genau. Genau. Und dann starten wir mit unserem Fazit. Ja, unser Fazit vom Schafhof Allgeier. Also mir hat es absolut super hier gefallen. Der Stellplatz ist sensationell. Der Ausblick hier, die Ruhe, außer den landschaftlichen Töne wie Schafe. Ja, ist wirklich ein ganz toller Platz, den wir wirklich jedem empfehlen können. Egal, ob ihr mit Kindern hier seid oder alleine, also selbst mit Kindern. Da gibt es ein paar Spielsachen. Ja. Man kann hier, es gibt einen Grillplatz. Ja, die haben Marshmallows gegrillt gestern Abend, die Familie, die mit zwei Kindern da war. Also für Kinder ist gesorgt, Schaukel und was weiß ich was alles. Die Familie Allgeier ist super nett. Man kann hier Brot, Wurst, Gulasch und Lammsteaks, also alles vom Lamm, kaufen. Da haben wir uns auch ein bisschen eingedeckt. Das Brot war super lecker. Das war super, ja. Es gibt hier Toilette, es gibt Stromanschlüsse. Man kann auch ein bisschen was unternehmen, wie die Wanderung zu dem Turm. Ich glaube, Wasser gibt es hier auch. Mit Sicherheit wird es hier Wasser geben, haben wir jetzt halt nicht gebraucht. Ja. Also wir kommen mit Sicherheit wieder. Auf jeden Fall. Also die sind so herzlich, so nett. Die geben sich so viel Mühe für die Landvergnügenbesucher. Müsste sie gar nicht, aber das ist denen echt wichtig, dass wir uns hier wohlfühlen. Und genau das bringen sie rüber. Und es war ein super Wochenende. Ja. Und für uns ist klar, wir kommen hier ganz, ganz sicher wieder her. Also wenn man was, nach oben. Wenn man was Negatives bemerken soll, dann muss ich halt auf den Landschaftsbetrieb, da gibt es halt Mücke. Ja. Also Muggeklatscher mitbringen, damit wir es im Wohnmobil. Aber es sticht nichts und sie sind halt einfach ab es und sind lästige Fliegen. Ja. Ganz einfach. Genau. Aber das ist halt im Land so, das gehört dazu. Ja. Und wir packen jetzt auch zusammen, haben uns auch schon verabschiedet. Gästebucheintrag haben wir auch gemacht. Ja. Und Abflug. Abflug. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.